In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten aus der Desktop-Anwendung GeoOffice Analyst bzw. ArcMap in ArcGIS Online veröffentlichen können. Im ersten Schritt bereite ich meine Karte vor. Hierzu gehören beispielsweise die Anpassung der Symbologie und die Vervollständigung der Attributtabelle. Diese sollte möglichst schon alle später relevanten Informationen enthalten. In diesem Fall veröffentliche ich Daten zu Wahlsprengeln und Wahllokalen in der Gemeinde Hart in Vorarlberg. Die Tabelle enthält unter anderem die Adresse der Wahllokale und ihre Öffnungszeiten. Bevor ich meine Daten veröffentlichen kann, muss ich mich im GeoOffice Analyst bei ArcGIS Online anmelden. Hierzu klicke ich auf die Schaltfläche Datei und Anmelden. Im Anmeldefenster gebe ich meinen Benutzernamen und mein Kennwort ein. Ich bin nun angemeldet. Über Datei freigeben als Service kann ich im nächsten Schritt meine Punkte und Polygone veröffentlichen. Hierzu wähle ich Service veröffentlichen und klicke auf Weiter. In der Liste ist meine Organisation aktiv und ich passe den Servicenamen an. Über die Schaltfläche Fortfahren gelange ich zum Service Editor. Unter Funktionen deaktiviere ich den Eintrag gekachelte Karte und aktiviere Feature Access, da ich in der späteren Karte Informationen zu den einzelnen Sprengeln und Wahllokalen abrufen möchte. Als zulässige Operation reicht mir die Abfrage. Ich kann diese Angaben im ArcGIS Online gegebenenfalls später noch verändern. Die Angabe einer Zusammenfassung und Tags ist erforderlich. Tags sind Wörter oder knappe Formulierungen und wichtig für eine schnelle und einfache Suche von Inhalten auf ArcGIS Online. Da meine Karte für die Öffentlichkeit relevant ist, gebe ich die Daten für alle frei. Alternativ kann ich hier auch festlegen, dass sie nur für mich selbst oder aber nur innerhalb meiner Organisation sichtbar sind. Mit einem Klick auf Analysieren werden mir im Fenster Vorbereiten, Fehlerwarnungen und Meldungen angezeigt. Bevor etwas veröffentlicht werden kann, müssen zumindest alle Fehler behoben werden. Die Behebung von Warnungen und Meldungen können zusätzlich die Performance und Darstellung verbessern. Per Rechtsklick lassen sich nähere Informationen abrufen, aber auch Fehler beheben. Nachdem die Fehler korrigiert und optional auch die Vorschläge aus Warnungen und Informationsmeldungen eingearbeitet sind, klicke ich auf Veröffentlichen und bestätige nach kurzer Zeit den folgenden Dialog mit OK. Die Daten sind nun in ArcGIS Online hochgeladen. Ich melde mich nun auf ArcGIS Online in meinem Browser an. Unter Eigene Inhalte wird der veröffentlichte Datensatz angezeigt. Ich füge den Layer nun der Karte hinzu. Ein Klick auf den Wahlsprengel öffnet ein sogenanntes Pop-up, welches Informationen zu den Attributen liefert. Dieses Fenster möchte ich nun anpassen und klicke hierzu auf die drei Punkte Weitere Informationen und Pop-up konfigurieren. Ich ändere den Titel und füge zwei Felder als Variablen hinzu. Außerdem entferne ich nicht benötigte Feldattribute und bestätige anschließend mit OK. Um die Karte weiterverwenden zu können und sie in eine Internetseite zu integrieren oder eine Web-App zu erstellen, muss sie zunächst gespeichert werden. Unter Freigeben aktiviere ich wieder den Haken bei Alle und habe nun zwei Möglichkeiten zur Auswahl. In Website einbetten und Web-App erstellen. Alternativ erscheint hier außerdem ein Link, über den sich die Karte direkt aufrufen lässt. Wenn die fertige Karte für alle freigegeben wurde, kann ich daraus nun eine Web-App erstellen.
Neben konfigurierbaren App-Vorlagen, die ausgewählte Funktionen je nach Anforderungen beinhalten, kann ich in diesem Fenster den sogenannten Web-App-Builder öffnen, der eine benutzerdefinierte Zusammenstellung von Funktionen und Designs ermöglicht. Nach Vergabe von Titel und Tags öffnet sich der Web-App-Builder. In der Registerkarte Thema kann das Design und Layout ausgewählt werden, das Anordnung von Titel und Werkzeugen bestimmt. Unter Widget lassen sich der App Werkzeuge hinzufügen, anpassen, ein- und ausschalten. Ich passe hier das Such-Widget an. Die Vorschau ermöglicht eine interaktive Vorschau in einem simulierten Gerätbrowser. Wenn die App fertig konfiguriert wurde, speichere ich sie und kann sie starten und gegebenenfalls den Link aus der Adresszeile kopieren und weitergeben. Das war unsere ArcGIS Online-Einführung zu GeoOffice Analyst. Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, besuchen Sie uns auf unserer Website.